Genial. Ich sehe, ich bin online. Das heißt für mich, ich kann loslegen. So, wir sind im letzten Mal bei diesem komischen Kampf hier stehen geblieben. Und ich denke, dass ich das Team doch noch ein bisschen verändern werde. Dass ich vielleicht mal... Genau. Einen guten Rabbit Luigi mal nehme. Warte mal, der müsste ja auch eigentlich die aktuellsten Waffen haben. Nee, ne, natürlich nicht. Wieso denn auch? Ne, gegen Ziggis bringt mir nichts. Vampir oder Stoß oder Stein. Von mir aus, nimm das. Ja. Hast du denn die beste Sekundarwaffe? Natürlich auch nicht. Wir müssen dir auch deinen Raketenwerfer noch kaufen. Stoßschaden oder Feuerschaden? Ja, dann macht er hier nichts. Komm, machen wir den hier. Jo. Wenn wir schon, ne, die Möglichkeit haben, dann setzen wir mal auch alle ein. So, Mario ist eigentlich gar nicht so schlecht. Peach haben wir eigentlich ganz gut. Wir können den Schaden nochmal auf 50 erhöhen und wir können sie weiter bewegen lassen. Aber ich denke, weiter bewegen lassen ist jetzt nicht so speziell, dass wir einfach den Schaden erhöhen. Hier setzen wir auch mal wieder zurück. So. Genau. Wir müssen auf jeden Fall sorgen, dass wir die Leute schwächen können. So. Dann machen sie schon mal weniger Schaden. Das heißt, wir haben schon mal den Vorteil, dass wir... ja, ist er nochmal. Nicht das Problem haben, die uns so viel machen. Feld, ich denke, ich mache die Felderreichweite. Und nochmal das für 50. So. Genau. Dann wären 20, ist dann der Teamsprung gemacht, ein bisschen weiter. Oder befreit ihn vom Zustand. Komm, machen wir ein bisschen weiter springen. So. Dann werde ich auch machen. Gut, dann machen wir das weg. Dann machen wir das weg. Und versuchen jetzt mal den Kampf nochmal zu machen. Weil wie gesagt, das letzte Mal hatten wir ein bisschen Probleme hier. 8 Gegner müssen wir hier besiegen. Und das Problem ist hier, glaube ich, dass wir einfach zu viele von diesen Großen haben. Da unten sind 2, da oben sind auch noch welche. Und wir müssen uns, sagen wir mal, so ein bisschen zurückziehen in die Richtung. Das Problem ist, wenn wir in die Richtung uns zurückziehen, wir möchten ja hier hoch. Jetzt haben wir hier einen oben stehen und nochmal so ein Phantom oben. Auf der anderen Seite wird auch noch was spawnen, deshalb. So, deshalb. Ich bin mal am Überlegen. So, was macht... Ne, 80 Schaden. Oder 80 bis 90 Schaden und eine Chance... Also die haben 70%, jemanden immer den Stoß zu machen. So. Erstmal das Wichtigste. Ihr macht schon mal weniger Schaden. So, dann versteckt sich der gute Rabbit Luigi noch nicht, weil er geht zuerst mal in beide einmal rein. Genau, zweimal treffen. Das ist das Wichtigste. Und sollte sich irgendwo verstecken. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Am besten... seitlich. Aber ich denke, da oben der Grobian kann hier durch. Dann würde er da durchgehen. Und dann könnte ihn schlagen. Dann verstecken wir uns mal hier. So. Boop. Boop. So, und damit hat er die für Vampir markiert. Das heißt, für alle ist das jetzt. So. Bevor Peach was macht, machen wir das ganz einfach mit Mario. Du gehst in den rein. Nutzt Peach. Springst auf den. Und versteckst dich am besten irgendwie in Nahkampf. Ja, okay, Nahkampf ist jetzt auch ein bisschen blöd. Da könnte das nicht sein. Können wir den dann vielleicht am besten hier hin machen? Ja, machen wir das mal so. Quatsch. 40. Das wären 70, glaube ich. Ne, 50 haben wir da ausgegeben. So. Genau. Dann wird er nämlich auch dadurch geheilt. So, dann machen wir nämlich jetzt hier die Heldensicht. Gut. So, jetzt haben wir natürlich noch Peach, die auch durch beide einmal durchsliden muss. Damit haben wir die so niedrig wie möglich gemacht. Und bewegen uns mal hierhin. Genau. Ich denke, ich hoffe, dass das zumindest ein bisschen Ruhe macht. Zack. Zack. So. Wieder 20-20. So, wir haben jetzt einen, der 160 hat und einen, der 170 hat. Das würde 150 Schaden machen und würde den direkt treffen. Warte mal, Mario, wen kannst du den? Ne, auf den kann er schon mal nicht schießen. Gut. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass Rabbit Peach den da schon mal anschießt. Weil Mario den ja nicht treffen kann. So. Okay, kritisch mit Honig getroffen ist ja auch schon mal wieder etwas. Und sie selber verringert mal den Schaden bei sich. So, jetzt haben wir natürlich eine hyper-mega blöde Situation eigentlich, aber egal. Wir treffen ihn. Ich hoffe nicht, wenn er sich bewegt, dass Mario nochmal schießt. Genau. Und ihn eigentlich erledigt dadurch. So, perfekt. Gut, dann sorgt der gute Rabbit Lugi, dass da oben zuerst mal die Deckung weggeht. Und, ah, schade. Leider nicht so getroffen, wie ich wollte. Okay, der geht da entlang. Sehr gut.
Der swappt sich hier hin und versucht, ihn herzulocken, was nichts gebracht hat. Und schießt auf Peach daneben. Gut, und da haben wir jetzt die nächsten beiden, die kommen. Und da müssen wir aufpassen. Das heißt, wir müssen uns so weit von vorbereiten, dass wir eigentlich wegkommen hier mit ihm hier. Das Problem ist nur, dass wir das nicht schaffen. Muss ich mal überlegen. So. Genau, der ist. Damit ist er erledigt und dann können wir den hinten da anschießen. Genau, damit wir den zumindest ein bisschen zu uns locken. Auf Wiedersehen. Gut. So. Können wir den vielleicht mal honigen? Nee. So, dann geht der schon mal in unsere Richtung. Dann können wir dafür sorgen, dass wir einfach mal mit Peach den anschießen. So, dann geht er schon mal in Richtung Peach. Dann kann Peach vielleicht noch ihn ein bisschen reingrinden, genau. Und sich hier hinter verstecken. So, weil das aktiviert die ja nicht, ne? So, und dann haben wir auf jeden Fall die Heilung. So, jetzt haben wir natürlich unseren guten Rabbit Luigi hier. Dann machen wir ihn zuerst mal auch immun gegen die Super-Effekte. Ne? Wir könnten ihn killen damit. Ich hoffe mal, dass er das schafft. Plup. So, und bitte, mach genug Schaden. Yay! Super. Das hat mich sehr gefreut. So, damit sind wir eigentlich fertig. So, weil die wachsen jetzt, ist das Problem. Aber die haben ja 70% den Super-Effekt auszulösen. Sollten sie eigentlich bei ihm nicht mehr schaffen, weil er dagegen immun ist. So. Oh, 143 Schaden. Und jetzt schießt er ein und killt ihn, oder? Bitte nicht auf Luigi. Gut, 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 gut. Luigi muss da dringend abhauen. Vorerst grindet er aber in alle rein. So. Und, genau. Er macht zuerst mal hier, damit sie alle schwächer werden. Grindet in den rein. Grindet in den rein. Nutzt Mario, damit sie sich irgendwo... Ah, das Problem ist, der oben kann dann da kommen. Versteckt sich mal hier hin. So, Vampir. Vampir. Das heißt, er müsste eigentlich ein bisschen Energie wiedergewonnen haben, oder? Ja. Dann heilen wir nochmal mit Peach nach. Das ist auch wichtig. So, weil dann kann der Gute nämlich da Feuer drauf machen. So. Gut. Einen hat er, glaube ich, gekillt und der andere ist am Fackeln. Oh Mann, ey, wieso musste er noch unbedingt Mario anstecken? Ja gut, Mario kann sich noch bewegen, das ist ja kein Problem. So. Ugh. Ich hasse dieses Feuer, dass es immer die Leute ansteckt. So. Da durchgrinden. Über Peach. Ja. Wo ist denn das am besten? Setzen wir den mal hier hin, so. Quatsch. Wurde zumindest ein bisschen geheilt, genau. Das ist das Wichtigste, dass wir auch ein bisschen Heilung bekommen. So, und jetzt schießt du ihn an. Damit er näher kommt. So, auch nochmal geheilt. Also das ist gut, dass dieses Heilungs-, also dieses Vampir-Ding für alle zählt. So, jetzt müsste... Ja, Peach den eigentlich töten. Dann hätten wir damit schon mal weniger Probleme. Und dann müssen wir uns wieder irgendwo hierhin verstecken, damit das Phantom uns da nicht anschießen kann. Bapp. Genau. Damit hätten wir schon mal die... Grobianer sind dann schon mal alle weg. Die Großen. Außer jetzt der, der neu spawnt. Aber wie... Wir haben eigentlich ganz gut... Ja, wir haben eigentlich ganz gut. 258 hat selbst Rabbit Luigi. So, der Typ, der müsste mal jetzt runterkommen. Genau, und das schafft er nämlich. Da ist nämlich da, wo ich Luigi nämlich immer verloren hatte. So, und da ist das Phantom. Okay, 100% auf Mario. Das ist blöd mit den 100 Schaden. Okay. So. So, machen wir das besser. So. Warte mal, wie weit kann Mario? Für mich ist halt wichtig, dass ich zuerst mal weiß, wie weit Mario kann. So. Mario könnte theoretisch hier durch die Röhre. Mal auszuchecken. Und könnte sich hier hinter verstecken und aber dafür total angreifbar machen. So. Aber Mario könnte bis dahin gehen. Okay. Heißt Rabbit Luigi. Grindet den an. Und versteckt sich mal hier. Ich glaube, das ist da, wo Mario auch noch hingehen könnte. So. Damit hat der schon mal Vampir. So, weil Mario muss den auf jeden Fall anschlagen. Genau. Und dann machen wir am besten, indem wir zack auf ihn springen und dann eigentlich von ihm weiterspringen. Ja gut, jetzt haben wir natürlich nicht die Reichweite. Müssen wir auf jeden Fall noch verbessern.
Dann gucken wir mal, ob wir ihn vielleicht in Nahkampfreichweite bekommen. Ja, das sollte eigentlich Nahkampfreichweite noch sein. Boink! So. Das wäre so, okay. Das Problem ist natürlich, wir müssen dafür jetzt eigentlich sorgen, dass wir den so tief bekommen, dass Mario den eigentlich killen kann. Peach aber kein Problem, ne, aber Peach den nicht tötet. So. Oder, wie heißt er nochmal? Dass Mario den tötet mit dem Schlag, den er macht. So, warte mal, 160. Okay, der ist auf jeden Fall weg und trifft auch nicht Luigi da oben. Das ist schon mal sehr gut. Bam. Und mit Sprung sogar noch getroffen. Also der ist auf jeden Fall weg. Und Mario ist auch geheilt. So einigermaßen. Also das Vampir sollte ich doch schon mal öfter nutzen. So. Jetzt haben wir natürlich noch Luigi, der keiner anschießen kann. So. Ist auch zwei Runden. Warte mal. Ist auch zwei Runden. Damit kannst du keinen erwischen. Ja gut, dann versuch trotzdem mal dein Glück. Weil Rabbit Luigi kann ja nichts machen, leider. So. Oh, super. Mario? Ne, Peach. Gut. Also das Problem hier ist jetzt, das Autochen tuckert natürlich in den anderen Weg. Weil die Phantome sich ja gerne verschieben. So. Luigi kann da so nicht hin. Kann aber Mario helfen vielleicht. 100% treffen? Von da aus? Ja, dann direkt. Ne, jetzt sehen wir nicht, oder was? Doch, hiermit bestimmt 100%. So. Mach Feuer frei mit der Bazooka. So. Schieß den an. Damit wir den weg haben. Jo. Und dann muss jetzt Mario am besten versuchen, am weitesten zu kommen, wie er kann. Wie weit kannst du denn damit kommen? Ja, doch, das ist schon mal ein bisschen besser. Kann ihn natürlich nicht treffen, oder? Aus keiner Position, ne. Dann versteckt er sich lieber. Falls der Typ sich mal teleportiert. So, Peach? Ne, kann noch nicht. Hier könnte sie ihn zu 50% treffen, kann aber nicht mehr schießen. Gut, dann macht dann keinen Sinn. Na, wenn er schießt, soll er sich von mir aus dieses kleine Tüft... Ja, okay. Die teleportieren sich da herum. Und das Ding fährt nur links und rechts, also... Oh! Oh! Schafft es das? Ja! Gut. Das ist schon mal sehr gut, dass wir das geschafft haben. So. Na gut, das schafft er jetzt nicht. Aber Luigi sollte das hierhin schaffen. Und ihn von hier an der Seite anzugreifen, dann haben wir gewonnen. Super. Und ich finde, das haben wir eigentlich in der minimalsten Zeit gemacht, weil wir eigentlich nie eine Runde hatten, wo wir null Stein, angegriffen gemacht haben. Stein. Null Stein gemacht haben. Ah, oh, super. Wir hatten sogar noch zwei Runden Zeit. Und damit müssen wir jetzt beide wieder perfekt haben, den letzten und den hier, damit wir die maximalste, genau. Na, 10 von 10. Jo. Also wie gesagt, es ist wichtig, doch mal so die ganzen Leute auszutauschen. Na, dort beim Brummen, da ist ein Buhu oder ein Luftballon. Ein Buhu-Ballon, oder? Das sieht aus wie ein Buhu-Ballon. Das ist das fehlende Relikt der Güte. Bringen wir es zu seinem Sockel. Ich sehe da unten eine Abkürzung durch den Brunnen. Ja, ich bin mir noch unsicher. So. Weil das sieht hier auch aus wie ein Kampf, oder? Oder bilde ich mir da nur ein? So. Okay. Okay. Naja, komm hoch. So. Und zack. Wow, wow, ja. Yay. So. Mal gucken. Wenn wir wieder so einen kleinen Minibus-Fight haben, denke ich mal, werde ich auch eher Lugi wieder benutzen. So, was für wen ist die neue Waffe? Ratz, Katz, kratze und beiße dir deinen Weg frei mit den graziösen Bleispitzen. Hoffentlich bist du nicht allergisch. Oh, ist eine Referenz, dass Mario auch mal einen Katzenanzug anhatte. So, was haben wir denn hier? Ich störe das besser nicht, wenn der Hai sagen wird, der sicher Barsch
Hi, ich habe noch die ganze Festplatte voller Fischwitze. Ich störe den besser nicht, wenn wir Hi sagen, wird der sicher Barsch. Ja. Wegen Barsch, Stör und Hi. Gut. Das ist jetzt aufgegangen. Schippi. Wupp, 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 wupp. Immer schön weiter bewegen. Trott, 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 trott. Weil ich möchte gerne die Welt eigentlich heute beenden, weil ich morgen was anderes machen möchte. Oder ich werde morgen auch auf jeden Fall was anderes machen. So, was haben wir hier? Irgendetwas, was wir von oben runterschieben müssen. Mache ich auch. Gebe dir ja noch Ärger hier. So, immer schön aufheben. So, Unglücksrad, was auch immer die Tarotkarten sind. Und ob die. Also, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt die Tarotkarten sehe. Oder habe ich die in den ersten Welten so missachtet? Weil da habe ich nur immer diese Figuren gesehen. Und. Aber nicht dasselbige, was ich jetzt hier eigentlich habe. Also, diese Tarotkarten. So, was haben wir jetzt hier, wenn wir hier hochkommen? Wo sind wir hier? Okay, jetzt weiß ich ungefähr, wo wir sind. Ja. Hier ist dieses Tor, was so glänzt. Gut. Ah, und jetzt müsste das Tor hinter uns aufgehen und wir müssen den Miniboss-Fight haben. Der müsste jetzt eigentlich kommen. Voila! Unsere Gebete wurden erhöht. Jetzt sollte uns das Mondtor weit offen stehen. Hem? Ich sagte voila. Es müsste sich jetzt öffnen. Warum ist es jetzt nicht offen? Wir haben unseren Teil erfüllt. Wir haben die verlorene Relikte der Güte gefunden. Warum ist es nicht offen? Das ist unfair. Warum ist es nicht... Die Frage ist, vielleicht ist der Buhu falsch. Oder irgendwo anders öffnet sich was. Ah, anscheinend hier. Das wusste ich doch, da. Das dahin geht nämlich bestimmt direkt zum Boss. Naja, klasse, das ist der falsche Torfall. Ich gebe es eine Hotline, die wir anrufen können oder so. Aha, unser anonymer Gönner hat wieder einen richtigen Moment gewählt, um uns helfen anzureichen. Ihr Trottel, vermutlich fühlt ihr euch jetzt ziemlich enttäuscht. Das kann ich gut verstehen. Ich werde es an eurer Stelle auch. Das Mondtor kann nur bei Vollmond geöffnet werden, ist doch klar. Zu schade, dass es gerade erst vorbei ist. Zum Glück, zum Glück für euch kenne ich noch eine Möglichkeit, den Vollmond zurückzuholen. Nehmt einfach den total nicht schaurigen Pfad, der vom geraden Tor wegführt, dann wird das alles bestens funktionieren und ihr werdet nicht einmal davon kommen. Hm. Irgendetwas ist seltsam an dieser Nachricht, obwohl ich nicht genau sagen kann, was. Vielleicht steckt da noch hinter Madame, weil sie also uns verraten wollte. Vielleicht plant jeder weiter unser Schaden, das rätselhafte 5 Minuten tappt genauso im Dunkeln wie wir. Aber mich wundert, dass dieser Verbündete, wie gesagt, diese drei Fragezeichen sind und nicht sonst einen Namen hat, wie die, die wir sonst kennen. Ah. Gestatten El Cavaliere. Jetzt bin ich mal gespannt, was... Der Brunnen. Ich würde ja eine Münze einfach haben. Irgendwie sagt mir, dass aus diesem Wunschspruch nichts Gutes kommen kann. Aber da ist doch irgendwas unten im Brunnen. Unten im Brunnen, hat sie gesagt. Das ist damit bestimmt gemeint. Oh. Ja. What is that? El Calavera, Schatten hinter dem Schild. Oh nein, das ist ein Schildboss. Besiege den Miniboss. Oh, super, klar. Mit seinen drei Begleitern, die er hat. Hammer. Jetzt will ich mal überlegen. Plan. Kampfzentrale. Ich möchte mal einmal gucken. Kann Luigi das skillen? Ah, nein. Fertigkeiten, genau. Er kann das. Okay, dann machen wir mal zurück. So, wie teuer ist das? So, das möchte ich einmal haben. Wenn man das wären, 130. So. Erhöht die Fähigkeit von Super Barrier Schaden durch bewegungsbasierte Angriffe abzuwehren oder durch Raserei.
Die Reichweite des Teamsprungs wäre auch noch was. So, machen wir das einfach mal fertig. Und von mir aus das mit den Röhren. Aber auch nur, weil wir die Punkte haben. Nenne ich Autofüllen. So. Nein. Gut, dann machen wir das so. Genau. Das wären die 70, genau. Dann machen wir das nämlich auch. Oder wir machen, dass wir stärker sind. Naja, noch machen wir das mal nicht. Wir machen, dass wir den Sprung besser machen. So. Ich denke, damit können wir arbeiten. Ja. Waffenauswahl. Ist die eine besser als die, die wir haben? Oder gegen Gehilfe? Ja, naja, das ist... Das ist mir wurscht. Sekundar haben wir auch das Beste, was es gibt. Oder gibt es noch einen stärkeren? Gegen mittlere Gegner, ja gut, ist uninteressant. Hier haben wir, glaube ich, auch die stärkste, ne? Jo. Also, das ist alles gut. So, dann beginnen wir mal. Kämpfen, ja. So. Rabbit Luigi, perfekt. Das, was ich wollte. Dass er nämlich den. So. Sich dann am besten hier hinstellt, die schwächt. Wer was? Ist natürlich aber sehr gewagt, aber trotzdem, ne? 50% ist 50%. Also nicht so wie bei X-Gar. So. Jetzt muss ich mal gucken. Mario? Genau. Weil dann kann Mario nämlich das nutzen, damit er hier hinkommt. Auf den hier springen kann. Oder soll ich lieber die Phantome, die herumspringen? Ich glaube, ich mache erstmal die Phantome kaputt, die herumspringen. Und verstecke mich dann hier, damit ich auf den schlagen kann im Notfall. So. Boing! So. Ja, warte ab. Wir müssen noch warten. So. Denn jetzt ist Peach dran. Zack. Zack. Und die müsste sich um den dann kümmern oder den irgendwie zum Explodieren bringen. Dann bringen wir sie einfach mal hier in Deckung, weil dann kann sie alle anschießen. Piep. Piep. So. Gott. Ja, wie viel haben wir da? Der hat 130 und einer hat 210. Genau. Dann machen wir das anders. So, Mario aktiviert seine Heldensicht. So. Weil... Warte mal. Genau, bevor wir irgendwo weiter was machen, schwächen wir alle. Bevor die uns abhauen. Ne? Oder bevor der geht. So. Dann Peach setzt dieses Ding ein. Und zwar auf ihn. Oder das? Na komm, Sicherheit, ne? Bevor Mario zu wenig Schaden macht. Ich glaube, der macht zwar genug, aber ist ja egal. So. Hup. Ach, gehonigt sogar. God darn dang it. So, dann müssen wir mit Mario gut zum Glück den mit einem ganz normalen Schuss kriegen. Jetzt haben wir nur das Problem, dass Rabbit Luigi eigentlich in der falschen Position ist, um die anderen beiden da zu treffen. Aber wir können ja immer noch mit der... Nee, das wäre ein bisschen zu fatal. So, versuch mal dein Glück und ich hoffe, du triffst. Nee, leider nicht. Von mir aus Schild. So. Gut, der Gegner ist dran. Dann können wir vielleicht den immerhin anschießen. Oh! Einmal und noch einmal, komm. Nee. Ja, weil die bewegen sich ja nicht, die teleportieren sich ja nur. Das ist ja das Problem bei denen. Und jetzt... Toll, jetzt sind wir bei dir. Schön. Gib uns ein Küsschen. So. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir immer in ihn mindestens einmal reinsliden und uns gut positionieren. 100%. Gott. Pop. So. Weil der Schild ist in welche Richtung? Nach hinten. Also in die eine Richtung. Das heißt, wir hätten hier eigentlich Glück. Pop. Gut. Damit müssen wir noch ein bisschen warten. So, jetzt kommt nämlich der gute Luigi, der da reingrindet und sich am besten um den Frosttypen da kümmert. Oder? Ja, wir müssen uns um die auch kümmern, weil die würden uns dann sonst Sorgen machen. Gut. Auch wenn es besser wäre, wenn er den eigentlich anschießen würde, aber ist ja egal. So. So, damit würden wir mindestens Schaden machen plus Frostschaden. Ich hoffe, das klappt dann. Frost und das.
Super Effekte, von mir aus gerne, so. Jetzt ist Mario dran. Mario, okay. Peach kann er nutzen als Sprung, ja. Weil für mich ist es wichtiger, dass er halt drauf springt, weil er dann mehr Schaden macht. Und ihn dann direkt mit dem Hammerangriff trifft. So. Genau. Von mir aus auch einmal gerne diese Waffenreichweite nutzt, um ihn dann einmal richtig hoffentlich zu vermöbeln. Komm, Power! Da, 220 und heil dich davon. Das ist sehr gut. So. So, was machst du? Der erschreckt. Also gehen sie dadurch weg. Peach muss geheilt werden. Der schießt auf Mario. Okay, das ist noch vertretbar. Solange sie nicht auf Peach schießen, die da jetzt gerade in... Ey, wieso kann er sich immer noch teleportieren? Das ist nicht fair. Oh, und da kommen neue Phantome. So, jetzt habe ich natürlich ein kleines Problem. Oder habe ich eigentlich nicht, aber ist ja egal. So. So. Der explodiert dann da wieder. Gut. Eins, was mich nur blöd, was ich ein bisschen blöd fand, war so 100%, 100%. Ja, das Problem ist immer, die 100% zählen, glaube ich, für den, ich glaube, ich würde lieber hier die 100 nehmen. Weil dann bin ich näher nehmen und kann die schwächen mit dem Schwächungszauber. Ah, doch, da ich... Also die... Weil er so ein großer Gegner ist, bringt das nichts. Gut. Das ist schon mal gut zu wissen. So, Stein. Okay, er ist versteinert. Damit können wir dann nochmal in ihn rein surfen und von der anderen Seite nochmal auf ihn schießen. Aber am besten, wir gehen hier hin. Können wir ihn mindestens... Ne, gar nicht. Dann können wir ihn ja gar nicht treffen, weil er da sein Schild hat. Okay, machen wir das dann so. Werden wir noch geheilt? Weil normalerweise hat er doch den Vampir-Effekt noch, oder? Komm, bitte Crit. Nee, noch nicht. Also eine Runde brauchen wir noch. Ich hoffe nur, dass Mario jetzt nicht dem Tode geweiht ist für die Runde. Sondern sich der Schaden aufteilt. Oder alle auf den Rabbit Luigi gehen. Bitte nicht. Mario steht da auch ohne Grund. Okay. Bitte nicht alle auf den Luigi. So, jetzt gehe ich von mir aus auch auf Peach. Ja. Oder Mario ist mir wurscht. Der hat ja eh nur noch 58. Gut. Ne? Mario? Ah, ja. Bitte nicht Rabbit Luigi. Gut. Jetzt ist er ja eh weg. Der Typ. Also wir haben den Minibus besiegt. Weil Mario macht den finalen Sprung auf ihn. Genau. Patsch. Ja, ich finde das schön, dass das so ein mexikanischer Rabbit ist. So. Und auf Wiedersehen. Wow. Und jetzt versteckt er sich da wieder. Oder ist er einfach reingefallen? Der verrückte Rabbit. Puh. Willkommen in unserem bunten Truppe. Jeder, der uns helfen will, das Königsrudel wieder zusammenzusetzen, ist herzlich willkommen. Und er schießt die ganze Zeit auf den Typen aus Frust. Ich finde gar nicht so ein schlechter Kampf. Auch wenn mir das am Ende ein bisschen zu knapp geworden ist, dass sie vielleicht sich auf Rabbit Luigi konzentrieren und ich so vielleicht nicht die perfekt abschieße. Aber ist ja auch nur eine Sache. So, Rabbit Yoshi. Halb Rabbit, halb Yoshi. Ganz gefährlich. Öffne den Fertigkeitsbaum und mache ihn bereit zu starten. Also er hat ein Schild. Neue Waffen stehen zur Verfügung, ist ja ganz klar. So, Kampfzentrale. Dann nehmen wir den. Was der für ein Bild unten hat, ey. Der guckt da, der schaut schon sehr cocky, der Typ. Also, ne? Ah, da haben wir das wieder mit mehr Schaden. Sprung oder Honig? Okay, nehmen wir das hier, ja. Mario muss immer ausgerüstet werden. Schadensbereich plus 3 Felder. Entweder Honig oder Sprung. Ja, als Nahkampfwaffe geht nur eins, nämlich Sprung. Weil wenn wir die schon treffen, wäre am besten, wenn sie dann auch weggestoßen wird. Stoß oder Stein? 25 oder 25? Machen wir mal das hier, anlegen. Peach hat nur hier ein. Ah, und Schadensbereich auch um ein Felder. Stoß. So, dann Fertigkeiten.
Ah, guck mal. Der kann dann schon in 3. Also der kann schon einiges mehr machen. Oh, und seine zweite Fertigkeit sind Granaten. Und da, ah, das ist dieses Fluchtding. Also das hat er alles genutzt von ihm. Die Eierschar kann bis zu 2 Runden halten. Das ist cool. 2 Runden halten und eine Runde Abklingzeit. Das heißt, er ist ewig in seiner Eierschale. Zumindest theoretisch von seinen Sachen. Wenn sie ihn natürlich anschießen, ist das was anderes. Körperparade, Waffenparade. So, Waffenparade einmal hoch. So, Bewegung einmal hoch, weil wir wollen ja, dass er auch nochmal mehr angreifen kann und ein bisschen mehr Schaden macht. So, machen wir das mal so. Ich denke, das ist gar nicht so schlecht. Und hier am besten noch einen aus den Feldern rausgehen, weil dann kann er auch noch welche vielleicht treffen. So, Rabbit, Peach, du gehst mal zurück. Ja, genau, ja, genau. Mindestens auf 50, den brauchen wir. Und von mir aus auf 3. So, jetzt muss ich mal gucken, auf 4 Felder. Also wir dazu gleichmäßig verteilen. So, 50 HP heilen. Das heißt, wenn die Hälfte haben, können wir sie füllen, auffüllen komplett. Das ist für mich schon ein Daumen hoch. Das ist Top-Bewertung. 10 out of 10. Das ist eine Fertigkeit, die man braucht. So, hier haben wir, hier sind wir entlang gegangen, ne? Oder? Nee, hier liegt noch was. Also sind wir hier nicht entlang gegangen. Entweder fehlt das hier oder müssen wir das irgendwo anders hinsetzen. Ah, ja. Yay! Hooray! 5 ganze Powerkugeln. Hooray! Was haben wir hier? El Calavere. Das ist ein 3D-Modell für das Museum freigeschaltet. Der El Maximo. Gut. Dann sind wir hiermit fertig. Jetzt auf der anderen Seite. Was haben wir hier? Außer diese ganzen Tentakel und so. Und Münzen hier. Hier haben wir ein Silberding. Was ist das denn? Das Ende der Welt. Du hast eine neue Gold-Tarot-Karte gefunden. Okay, eine Tarotkarte Ende der Welt. Mann, Mann, Mann. Okay. Cutscene? Nee, ne? Nein. Da rechts ist die Abkürzung, das sehe ich schon. Da bekommen wir irgendetwas, womit wir dann zurückkommen, uns da was abgeben können und und. So. Erstmal blaue Münzen sammeln. Aber ich weiß gar nicht, ob die blauen Münzen. Ich glaube nicht, dass sie für uns in den Münzcounter zählen. Sondern die muss man einfach nur aufsammeln. Okay, wir müssen gucken. Genau, gelb. Oh. Dammit. God damn dammit. Wenn wir Pech haben, können wir dann nochmal neu machen. Oh, cool. Ja! Also. Nee. Das war knapp. Also, da sage ich offiziell, eigentlich hätte ich das nicht verdient. Eigentlich hätte ich das nochmal neu machen müssen. Hydrantenhammer. Nee. Jetzt kaufe ich dir nichts mehr, Mario. Du hast schon deine neuen Sachen. So, Level 6 sind wir. 8 hat das, glaube ich. Also, doppelläufig. Oh nein. Gehst du runter auch? Nee. Also die, die oben sind, sind auf jeden Fall immer oben. Okay, ein interessantes Versteckspiel, was ich nicht sehe. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Genau, ich muss dann hier gucken, wo ich dann durch muss. Oder bringt mir das nichts? Doch, da hinten ist etwas. Also hier muss ich oben links. Mitte und oben links. Mitte und oben links.
Mitte und oben links. Das müsste klappen. Wieso sage ich oben links, wenn ich oben rechts meine eigentlich? Aber naja. Ich bin selber manchmal verwirrt über das, was ich sage und dann das, was Sinn macht. Guck mal, die Baden... Was? Haben die keine Angst, sich irgendwas einzufangen? Ja, vielleicht wollen sie einfach nur in der Sumpfhütte schwimmen. Gut, was haben wir hier? Artwork. Der schaurige Sumpf. Ein Goldkunstwerk. In einer Platintruhe. Gut. So, damit hätten wir das hier, ne? Ja. Haben wir noch auf der anderen Seite was, was ich noch inspizieren muss? So. Hier haben wir gelb. So, jetzt muss ich mal gucken. Da müssen wir... oben rechts auch raus, aber unten links anfangen und nicht mittig. Mal gucken, dann versuchen wir auch, ob das weitergeht. Also was ist sehr interessant. So, vielleicht haben wir Glück, dass blau passt. Ja, passt sogar. Und weiter kommen wir nicht, weil uns fehlt da was. So, und jetzt können wir das hier klicken. Wieso können wir das denn klicken? In meinen Augen macht das keinen Sinn. Ich will wieder zurück. Jetzt muss ich wieder warten, bis das blaue kommt oder geht das mit zwei? Ich glaube, ich vermute, es geht echt nur immer mit einem. Also, irgendwo kommen wir hier bestimmt nicht durch, oder? Ja. Es geht echt nur immer mit einem. Also schön auf blau wechseln. Hup. Hätte nicht gedacht, dass es das ist. So, wenn wir blau da haben und so, dann muss gelb bestimmt... Nee, das wäre ja schon zu perfekt, wenn zwei Sachen auf einmal passen würden. Also wir müssen nochmal... Blau wird da oben nicht hinpassen. Oder hatten wir denn zum Beispiel noch nicht? Gelb. Na komm, versuchen wir es einfach mal. Wir müssen da... hin. Okay, gelb passt gar nicht, weil das da ja zumacht. Okay. Ich glaube, blau passt da auch nicht. Ich glaube, blau wird da nicht passen, oder? Genau, weil blau von den beiden Seiten zumacht. Rot. Rot könnte passen, genau. Zwar nicht geradeaus, oder? Genau, geradeaus vielleicht nicht, aber von der anderen Seite. Ne, doch nicht. Gosh darn. Dann hat letzte, oder? Grün. Ich vermute mal, wir müssen den großen Weg außen herum gehen. Direkte wird bestimmt nicht gehen, ne? Macht hier zu. Ne, gar nicht. Okay. Dödödödöd. Schweres Rätsel gelöst. Einfach die ganze Zeit drehen, bis eins passt. So war jetzt meine Taktik. Okay. Wow. Herz? Valkyrie. Ah, woher wusste ich das nur? Schießwütige Schurkinnen. Okay, normale Gegner, aber neue. Zum Kennenlernen. Wie geringe Bandbreite. Valkyren geben alles, wenn es darum geht, sich und andere zu schützen. Passt auf ihren Teamschwung auf, sie enden mit einem Bodenkracher. Lasst euch von ihnen nicht überrumpeln, hütet euch außerdem vor ihrem einzigartigen und mächtigen Schusstechnik. Zu geringere Bandbreite, was habe ich denn? Eigentlich nichts, oder? Warte mal, machen wir das mal aus. Oder war Steam gerade was am Updaten? Okay, Steam hat gerade was geupdatet, das kann sein, weshalb die geringe Bandbreite kam. Genau, wir haben die ausgebildet, das sollte eigentlich passen. So. Yoshi. Geh mal rein. Und stell dich an. Nee. Gehst du hier weiter. Schubst die nächste und vielleicht die nächste kannst du anschießen. So.
So. Peach kann sich schon mal nicht mehr so weit bewegen. Mario auch nicht, gut. Das heißt, ich versuche das da erst gar nicht. Und stelle mich dann hier in volle Deckung rein. Und Mario werde ich mal ein bisschen helfen, hier rüber zu springen und sich hier zu verstecken. Das Wichtigste ist schon mal, dass wir das hier aktivieren. So, Nahkampfangriff können wir keinen machen. Vielleicht schaffen sie ja umzustoßen. Ne, doch nicht. So. Ah, das ist das Problem. Können Ärger geben. So, damit treffen wir die aber. So, mal gucken, ob das klappt. Gut. Damit hat die auch schon mal keine Deckung mehr. Wawa. So, du machst auch deine allgemeine Schadensminderung. Dein Yoshi-Egg. So. Nee. Stein oder Stein? Dann nehmen wir Stein. Gott. Damit ist sie schon mal versteinert. Gegner ist dran. Gott. Gott, damit haben wir sie schon mal getroffen. Und noch einen zum Treffen. Oh. Und aua. Gut, das wird interessant. Aber wir können ja jetzt mit dem Yoshi hier noch was mal machen, ne? Jetzt muss ich nochmal hier durchgehen. Dann aufsammeln. Sie hinter verstecken. Sehen wir dann mindestens welche? Ne, warte mal. Sehen wir dann schon mal auch nicht mehr. Gut, dann gehen wir hier zurück. Stellen uns dahin, damit wir die eine vernichten können. Genau. Oder wir haben Glück, dass die vielleicht von Mario oder so vernichtet werden kann. Das glaube ich aber nicht, weil Mario sollte lieber und Peach sollten lieber hier aufpassen. Genau. So, weil die kann 3 Stück. Das heißt, sie kann alle erwischen. 1, 2... 3. Und sollte sich hier am besten verstecken. Genau. 1, 2, 3. So, dann sollte Mario die erwischen. Von Peach aus über die hierhin. Damit er 100% hat. Genau. So. Und die vielleicht erledigen. So, aber zuerst mal 109. Gut, mach ich. Wir müssen so viele wie möglich vernichten, damit sie auch nicht ihre Besonderheit auslösen können. Mit davonlaufen. Okay, von mir aus. Gut. Ah, die kann auch noch Mist, die kann auch noch schießen, aber wichtig ist, dass wir heilen. So. Die kann da nicht schießen. Na, ist ja kein Problem. Das können wir auch nicht. 30% Waffenschaden. Versuch mal deinen Crit. Na, 12 haben sie. Na, können wir nichts machen. Ist ja nicht schlimm. So. Damit habe ich jetzt am wenigsten Probleme, in die hier reinzugleiten und mich dann zu verstecken, um meinen TÜV-TÜV da zu schicken. So. Weil die, ich denke, die sollte geschafft sein, dass sie weg ist. So, TÜV-TÜV und go. So. Damit ist die nämlich schon weg. Okay, bringt ja nichts. Also, sehen können wir die da hinten auch nicht. Gut. So, und Mario gleitet einfach in die hier rein und ist ja auch weg.
ist gar nicht so schlecht. Also Walküren muss man aufpassen. Also diese komplette Schlacht jetzt nur mit den Walküren war schon was. Wie ein Hund jagte seinen eigenen Schwanz. Außerdem hat Peach einiges an Schaden genommen. Direkt in den nächsten Kampf. Gut. Ist aber noch okay. Also ich finde, das Team ist gar nicht so schlecht. Besiege alle Gegner nochmal. Jetzt haben wir Sigis, Phantomis, Buhusis. Und Grobiane. So. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Buh. Okay, also, wir müssen aufpassen. Der kann hier hin, die Gegner können hier hin. Und vier, von hier aus können sie hier irgendwo hingehen. So, das heißt, das ist schon mal interessant. So, mit der Röhre, wo kommen sie da hin? Da raus. Okay, erstmal zurück. So. Yoshi, du bist der Erste. Grindest durch die durch. Gehst zum Nächsten. Grindest du dich den Nächsten durch. Na, weil er es ja kann. Grindest in die hier und stellst dich hier hin. So, damit sollte... damit schon mal was bewegt sein. So. Also das ist das Gute, dass sie sich echt so weit bewegen... dass wir den so echt weit bewegen konnten. Bop. So. Das haben wir schon mal gut gemacht. So. Peach. Patch. Peach. Patch. So. Da rein. Durch. Ja, den kann sie jetzt nichts mehr machen. Und durch den leider auch nicht. Aber können uns schon mal hier hinstellen. Oder habe ich Angst mit Peach? Na komm. Wenn schon, denn schon. No hard feelings, Bro. Wir müssen aufpassen. Die ganzen Buhus und sowas alles könnten wir anlocken, dass sie uns immer zurückbringen. Könnte aber auch problematisch sein, wenn wir nicht aufpassen. So. Damit hätten wir schon mal den ersten so besiegt. So, jetzt könnten wir hier hingehen. Und dann könnten wir den Grobian nicht sehen. Könnten den aber anschießen. Dann noch in unsere Stellung gehen, damit wir den Grobian zweimal anschießen können. So, ich versuch's mal. So. Weg damit. Weg damit. So. Attack. So. Schale. Bitte Stein. Nein. Honig 131 wird nichts bringen. So, weil der Grobian, wenn er versucht, die anzugreifen, wird er nämlich von Mario angeschossen und Mario zieht Aggro auf sich, während Peach hier alle heilt. Das ist halt mein Vorteil, weshalb ich das gemacht habe. Also nicht wundern, wieso. Na, jetzt sind sie irgendwo anders. So. So, der Gegner haben wir hier noch einen. Autsch. Und Feuerlust, okay. Zack. Genau, das, was ich wollte. So. Sprung, auch noch kritisch abgefallen. Jetzt wird er wütend. Ne, doch nicht. Also sein Zug, also sein G-Zug war damit zu Ende. Autsch. Okay, damit ist die Walküre dann auf jeden Fall weg. So. Gut, damit hätten wir einiges erledigt. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir vorankommen. Batsch. Über ihn. Kann man den irgendwie flankieren? Nee, ne? Ja, ist ja egal. Also deshalb ist das manchmal nicht so schlecht, auch das... Oh, oh. Team so ein bisschen anders zu machen. So, ich kann jetzt nicht die Hauptattacke machen, aber ich kann die anderen Leute verstärken. So. Damit wir... den damit erledigen können. Hier durchgehen können. Ihn angrinden können und ich hoffentlich auch erledigen können. So. Und go. Na, damit ist der weg. Der ist auf jeden Fall damit erledigt. So, und Peach. Kannst du Mario nutzen. Und irgendwie in Stellung bringen.
Ich versuch's mal so. Weil ich glaube, der hat doch das zum Befreien, oder? So. Gut, kritisch Honig. Das heißt, die bleibt da zuerst mal. So, während der auch mal weg ist. Ja. So, Buhus sind dran. So, und damit ist die jetzt erledigt. Die kommt nicht mehr. Also die kann jetzt eh nur noch einmal schießen. So. Hat sie nichts gemacht? Gott. Lass mal gucken. Ne, das bringt nichts. Wenn wir hier durchgehen, können wir den hier positionieren. So. So. Und erledigt. So, Schlacht gewonnen. Ich hoffe, das war jetzt genau geheilt. Ja. So. 3 von 4, 3 von 4. Perfekt. Was will man mehr? Gott. Ja, genau. Hier bringt uns nichts. Wir müssen aber unsere kleinen Münzeskapaden da einsammeln. Wenn wir schon dafür gehen, dass wir die Leute, wenn wir sie kritisch... Na, das ist kritisch. Wenn sie mit unseren Effekten treffen, auch was machen können. Wieso weicht er denn so extra weg von der Kamera her? So, dürfen wir nicht wissen, was vor uns liegt? Glühwürmchen. Bah. Und was ist, wenn sie sie fangen? Dann lassen sie doch frei, oder? Okay, nur Cutscene. Kein Kampf. Meine Güte, seht mal hoch. Es ist nicht nur gruseliger aus, es klingt nun auch schrecklich. Wow! Nun, ich glaube nicht, dass es uns auf eine heiße Schokolade und Kuchen einlädt. Ich denke vielmehr, dass es genau zum Gegenteil einlädt, was auch immer das sein mag. Ich habe das Gefühl, es beobachtet und wartet ab, während es an Stärke gewinnt. Ein Grund mehr, so schnell wie möglich Herrn Tom Fahn zu finden. Ich finde das schön, dass der Sitz bei dem Rabbit Yoshi eigentlich ein roter Knopf ist. Sind wir immer noch Kapitel 6? Wo ist denn Kapitel 7? So. Puzzle Time. Okay. Oh. Ah, von Stein zu Stein kann man hier gehen. Das wird dann bestimmt irgendwie so ein rote Münzpuzzle sein, bestimmt. Oder die unten bauen sich auch auf. Das heißt, man kommt nicht so einfach hier hin. Ah, verstehe schon. Genau. Das heißt, man musste zufällig den Weg gehen, den wir gegangen sind. Okay, was haben wir denn hier? Hier ist gelb, da ist grün. Das heißt, auf gelb müssen wir geben, damit wir auf grün kommen. Grün und dann auf rot. Vielleicht. Ich bin mal gespannt. Hier kommen wir nirgends so durch. Genau, hier kommen wir auch nicht durch. Puzzle Time. So, hier können wir aber runterspringen. So. Können hier auf grün. Da ist Welt 7, genau. Das heißt, wir müssen hier einmal durch. Gucken, was hier ist. Er hat bestimmt irgendwas damit zu tun, dass wir auch irgendwann mal runterspringen müssen. So. Was ist das denn hier? Oh, was war ein großer Dornbusch. Hoffentlich hoffen wir mal, dass wir uns später noch nicht durchkämpfen müssen.
So. Ist auch was zum Runterspringen und hier ist was zum Durchgehen. Hier ist auch gesperrt. Könnte sein, dass wir hier vielleicht durchkommen. So, wir müssen auf jeden Fall nach oben. Irgendwie müssen wir nach oben. Münzen folgen. Münzen sind nie schlecht. So, damit sind wir schon mal oben. Müssen durch die Röhre durch. Nach rechts und das Ding hier aufheben. So. Gut, dann haben wir das schon mal. Jetzt müssen wir das irgendwie zurückbringen und auf den gelben Sockel drauf tun. Würde ich mal schätzen. Da, gelber Sockel. Und der nächste brauchen wir einen für den... Brauchen wir nicht. Jetzt haben wir den gelben hier frei. Können hier bestimmt irgendwo runterspringen mit einem, dass wir da hinkommen, ne? Weil wir können die ja wieder abnehmen, ne? Also wird das sein. Wir müssen jetzt den vom roten wegnehmen. Weil wir hier bestimmt irgendwie so einen Weg durchgehen müssen, damit wir hier runterspringen. Aber apropos, erstmal hier aussuchen. Ich habe da oben eine Truhe gesehen, die will ich haben. So. Okay, hier war nur eine Münze. Hier ist was zum Kaputtmachen und rot. Okay. Kaputtmachen haben wir noch nichts. Das heißt, hier kommen wir schon mal noch nicht durch. Bis wir das hier bestimmt geschafft haben, dann bekommen wir die Fertigkeit, kaputt zu machen. So, da oben haben wir aber auch noch einen Weg. Den möchte ich auch gerne sehen. So, dann müssen wir hier durch. Hier durch. Und dann wären wir da oben. Und da haben wir das letzte. Okay. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. So. Also ich muss hier erstmal hoch. Gehen wir mal hoch. Dann gehen wir mal hoch, würde ich mal sagen. Meine Nase juckt aber auch, ey. Juckt die Nase, zisch ich aus der Vase. So, wir müssen hier rüber. Dann links. Müssen wir hier dran? So. 5 Powerkugeln. Das ist aber schon mal schlecht. Bringt uns ja nicht weiter. Da rüber und da kommt das dann. Und dann müssen wir da auf das Rote bestimmt drauf tun. Ja, damit kommen wir echt nur hier hin. So, dann denke ich mir doch so, wie ich gesagt habe. Wir müssen da durch und das Rote nehmen und irgendwo anders drauf tun. Wenn ich mich jetzt nicht komplett zu 100% verschätze, weil sonst könnte man das nicht abnehmen. Also wenn es, ne, wenn es darum geht, einmal festzumachen, ist es kein Problem. Aber wenn man das wieder hochheben kann, heißt das, Puzzle will uns sozusagen erzählen, hey, du hast jetzt einen Weg sozusagen dir erschlossen, womit du da durchgehen kannst. Da müssen wir halt nur nach oben. So, und hier runter können wir nirgendwo springen, ne? Darüber können wir auch nirgendwo springen. Wir müssen irgendwie hier runter, womit wir durchkommen könnten. Hier ist auch nichts zum Runterspringen, ne? Ne. Haben wir irgendwo hier was zum Runterspringen? Da hinten. Das bringt uns aber wenig. Also vertue ich mich hier komplett. Wait, wait, wait. So. Hier ist so rot. Das heißt, wir müssen rot abmachen, oder wie? Dann kommen wir aber nicht durch, oder? Ja, wir kommen hier nicht durch ohne rot. Jetzt bin ich echt am Verzweifeln. Also nochmal ganz in Ruhe überlegen. Können wir, leider kann ich hier irgendwie keine Map aufmachen. Da oben ist rot oben. Das heißt, rot oben ist schlecht oder haben wir hier ein zweites Rot noch irgendwo? Nee.
Hier können wir aber auch nirgendwo runterspringen. Ne, 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 ne. Ne. Aber auch nicht. So. Ne, und das können wir ja noch nicht. Das haben wir noch nicht gelernt. Und das ist hier was zum Bewegen. Genau. Und das muss bestimmt nach hier rechts. Und hier ist dieser rote Knopf zum Eindrücken. Okay. Okay, ich denke, so wird das dann sein. Weil das da oben... Ne, weil das hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Und dadurch können wir dann hier hoch... Ne, gar nicht. Hier können wir hoch. Ha! Ah ja, okay. Mein Fehler. So, hier bringt uns nichts nach oben, weil hier ist ja nichts, ne? So. Gut. Also war ich einfach nur so blöd und hab den Weg nicht nach oben gefunden. Ich mache mir das Puzzle noch schwerer, wie es geht. Ja, gut. Manchmal passiert das bei mir. Manchmal sitzt das Hirn aus und denkt, kompliziert das, das muss ich. Speichert Welt 7. Tadam! Kampf! So, wo müssen wir hin? Jeder Schatz hat einen Stachel. Besiege alle Gegner. Finde ich top. Alle Gegner besiegen. Was haben wir? Pumpkin, Schildgeist. Nehmen wir doch einfach mal an, ne? Ah, guck mal, wenn wir uns hier hinstellen, können wir die sogar sehen. Zumindest einige. Genau, damit können wir dann sie mit der Granate anschießen. Hoppa! Komm, werf das gute Entchen. So. Genau, und du machst das einzig Vernünftige, was du machen kannst. Schickst mal dein Fahrzeug genau in die Mitte. Oder? Von mir aus so. Und go. So, damit haben wir einen schon mal gekillt. Schadensminderung. So, und Mario löst das aus, was am wichtigsten ist, falls sich jemand bewegt. So. Genau, so wie die da. Da hat irgendwie keiner die nötige Entfernung gehabt. Und zack. Direkt in den Rücken geschossen. So. So, wen haben wir jetzt? Wen haben wir jetzt? Wen haben wir jetzt? Was machen wir da jetzt? 150. 50. So, die sind da jetzt geschützt von der Luise da. Gott, damit haben wir den jetzt schon mal angehauen, so. Gut, damit ist die erledigt und zieht sich hier in die volle Deckung zurück. Pop! Und macht genau das hier. Gut, dass du dich duckst. So, und Stein. Das heißt, sie hat jetzt erstmal gar nichts mehr. Und das bringt ja nichts, das davonlaufen. So. Selber ist eigentlich noch ganz okay. Gut, wir verstecken uns hier. Und mal nichts machen, so. Warten wir mal den Zug ab. So, wir sind nicht mehr geschützt. Oh. Gut, das sollte Mario nicht mehr treffen eigentlich. Genau. Und deshalb habe ich nämlich gewartet mit der Heilung. Wäre nämlich sonst ein bisschen blöd geworden. So. Jetzt haben wir natürlich den großen Vorteil, dass Mario nicht reingrinden kann. Aber ist ja kein Problem. Pop. Mario kann ja trotzdem was anderes. Der schadet mal dem hier, der noch so volle Energie hat. Stellt sich hier hin. Pop. So. Weil die anderen haben ja den großen Vorteil, die können ja durch alle durchgrinden, ne? Du. Dann du. Dann du. Und dann verstecken wir uns mal hier hinter, ne? Bap, bap, bap. So, das sind 120 Schaden nur durch die Bewegung, haben wir schon mal geschafft, ne? Das ist ja schon mal was. Jetzt können wir mit Peach nochmal durch den hier. Durch den hier. Dann mit
Rabbit Yoshi noch hier hin springen. Ich hoffe, dass wir noch mit unserer Heilreichweite so weit sind, dass wir genau noch alle treffen. Ja! So, dann können wir nämlich mit dem versuchen, ja, die beiden zu töten. Ah, nein, die waren doch noch da drin. Ich habe da nicht gesehen. God darn dang it. Da habe ich echt nicht gesehen gehabt. Das war so aus der Kameraperspektive nicht ausmachbar, dass das Yoshi Yoshi. Na gut, vielleicht haben wir Glück und... Nee. Gut, dann schützt du dich aber mal. So, weiter. Okay, da ist ja zum Glück so gut wie gar kein Schaden. Gut, das weiß ich, dass die das machen kann. So. So, dann machen wir den ganz üblichen Trick. Wir gehen einfach hin und hauen ihm in unserem Pulverfass erstmal einen drauf. So. Gut, dass du die Arme hochhebst. Auf Wiedersehen. Ab in die Grube. Du springst gut. Leider ist das Problem, du kannst nicht auf sie drauf springen, aber du kannst ja schon mal in die Nähe springen. Hui. So. Und tschüss. Bye, bye. Gut. Perfekt. Genau in der letzten Runde noch geschafft. Gut, nicht geheilt. Das heißt, einen Kampf müssen wir noch überstehen. Boink. Also bin mal gespannt, was das wieder für ein Kampf wird. So, wir können irgendwo hier hoch. Bestimmt mit der Kanone da hinten hin. Hier haben wir etwas, was sich aufbaut und uns hilft. Hopp. So, warte mal. Da haben wir was. Aber ich glaube nicht, dass wir hier... Doch. Geheimwege überall hier. Hopp. Ah, da muss man aufpassen. So. Ja, wenn wir hier schon Geheimwege haben, außen rum. Dann auch alle abklappern. So, da oben haben wir einen Pilz. Der wird bestimmt wichtig sein. So, genau. Dann sind wir voll geheilt. Für den nächsten Kampf. Der wird dann wohl ein bisschen schwerer. Oh, Grobianer und Schildmann. Besiege 7 Gegner. So. Ein Schild, 2 Grobiane und das war's vorerst. Okay. Kämpfen wir auch mit dem Team. Irgendwie finde ich das Team cool. Deshalb will ich das mal behalten. Genau, dann machen wir das von hier aus. Genau, du schießt zuerst mal. Und dann aktivierst du das zuerst mal aus dem einfachen Grunde. Die anderen können sich auch noch bewegen, ne? Die können den treffen. Hier durchgehen. Und sich zum Beispiel hier hinterstellen. Das sind 3. 7 müssen wir besiegen. Schieß an. So, damit ist der hoffentlich jetzt gleich weg. Genau. So, genau. Und da ein Schuss hat er noch frei. So habe ich gehofft, dass das passt. So, jetzt müssen wir natürlich noch mit Rabbit Peach uns bewegen. Die bringt natürlich hier eher weniger. Aber ich denke, von hier aus wird sie auch nicht viel bringen. Aber wir können ja schon mal das kleine Sentry-Gedöns starten. Ich hoffe, dass sie von hier aus mindestens einen sieht. Auf den sie das schicken kann. Jo. So. So wie ich mir das vorstelle, ja. Oh nein, ich hoffe, der rennt da jetzt nicht rein und explodiert, weil dann... Gut. So. Und jetzt geht das Ding nämlich... Jetzt geht das Ding nämlich weiter. Ja, und trifft beide.
Perfekt. So, kritisch Honig, dann ist erledigt. So. Jetzt ist natürlich für mich wichtig, den jetzt irgendwie soweit, ja gut, anzuschaden können wir ja nicht. Ah, doch. So. Und stell dich hier hin, damit Mario auf dich zukommen kann und auf ihn draufspringen kann. Ah, kann er nicht. Nee, warte mal, das ist die falsche, genau. So, geht doch. Und hierhin bitte. So. Und Peach wird jetzt auch so ein bisschen mittig hingehen, damit wir sozusagen beide Seiten ganz gut überwachen können. Das ist für mich halt das Wichtigste. Genau, Peach. Also Rabbit Peach hierhin. Und alle sind noch geheilt, ne? Ah, genau. Wen haben wir hier? Mann mit Schild, gut. Komm her. So. Und da kommen die nächsten beiden. So, das heißt, wir müssen aufpassen. Ja, weil von hier aus können wir sie ja nicht anschießen. Gut. Und los mit dem Ding. Ja. Ne. So, genau. Geh mal hier hin. Gleich fürs Entchen, ja. Wo zieht er sich die raus? Das habe ich jetzt gerade zuerst mal gemerkt gehabt. Wo hat er sich die rausgezogen, das Ding? Habt ihr das auch gesehen? Und dann nimmt er das Ding noch in den Mund. Ach ja. Eckelisch. Könnte dann irgendwie bestimmt seitlich machen, aber ich habe Angst wegen den Leuten, die da hinten sind. Obwohl, anders bringt mir das ja nichts. Komm. Dann bring dich mindestens hier in Sicherheit. Ich möchte nicht, dass du da von der Welle getroffen wirst. Ich weiß das da nicht, Swinger. Vielleicht können wir da wegspringen. Nee, ne? Da bringt nichts. Okay. Gut. Da sind die nächsten Grobian. Und danach müsste noch ein spawnen. Also ein Gegner spawnen. Oh nein! Oh, Glück gehabt. So. Der hat ihn doch erwischt. Nein. Oh, da sind nochmal drei. Okay, da spawnen noch mehr. Yoshi. So. Und bitte einmal hier hingehen. So. So. Weil für mich ist es jetzt wichtig, alle hier zu sammeln. Weil wir haben jetzt einen großen Auftrag vor uns. Jetzt will ich mal überlegen. Kann Mario das, was ich meine? Ja gut, er kann das. Aber ich könnte auch überlegen, mir das anzumachen. So, damit alle mehr Schaden machen, geht es jetzt los. Mario gerätscht in den hier rein, aus dem einfachen Grunde, dass wir von ihm auf den hier springen können und dann da in den Nahkampf kommen. So. Quatsch. Bam. So. Damit hätten wir alle getötet und einiges an Schaden gemacht. Und bitte trifft mindestens ein paar mit der Sprungfeder. Gut. Gegner sind alle außer Reichweite. Gut, alle sind gekillt worden. Und wir heilen uns noch. So. Sehr gut. Das war das perfekte Sache, die passieren konnte. So, und jetzt müssen wir einen von den Grobianen kaputt machen. Und gut, dass ich jetzt nicht meine, wie heißt er nochmal? Meine Mario-Sichter genutzt habe. So. Autsch. Okay. Aber jetzt kann ich da nämlich so machen, dass ich die perfekt positioniere und Mario die angreifen kann. So, genau. So. Mario-Sicht. Genau. Und du sorgst erstmal dafür, dass alle einmal angeschadet werden. Dann gehst du hier hin. Weil ich habe Angst, wenn ich jemanden treffe mit dieser Steinsicht, dass das fatal werden könnte oder ich den festklebe mit Peach. Deshalb muss Mario diese Schüsse machen und im Notfall muss dann der Rest, ja, den Rest machen, ne?
Ich denke, die drei Schüsse, die ich da habe, sollte für den reichen. Ah, okay. Nicht so, wie ich gehofft hatte, aber naja. Okay, nochmal. Vielleicht reicht das ja für ihn. Oder er bewegt sich ja nochmal. Gut. Alles. So, zweiter Kampf. 5 von 5. Letzte Runde war perfekt. Yes! Geheilt. Das heißt, wir sind eigentlich schon am Ende des Kapitels. Weil 4-8 ist meistens nur der Endboss. Oder gibt es nochmal 4-8 und dann der Endboss? Wie war das denn nochmal? Ha! Cha-cha, cha-cha, cha-cha. Gut, aber ich habe da gesehen, dass da oben noch so ein Weg zur Seite ging, den ich nicht beschreiten gehen konnte. Genau, beschreiten gehen konnte. Nicht beschreiten konnte, so. Wieder was zum Aufhämmern. Gut. Das geht dann nicht anders. So. Ist aber eine interessante Map gewesen, die wir da gemacht haben. So, Pumpkins. Pumpkins, Pumpkins, Pumpkins. So, schau dich schön. Wo sind wir denn hier hingekommen? Wir haben da eine Voodoo-Puppe. Madame Vastrella Handarbeit. Sie ist immer noch sauer, dass die Rabbits einen ihrer Lieblings-Gestalker-Kugeln kaputt gemacht haben. Ah doch. 4-8 gibt es dann auch. Ja, okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen uns jetzt bestimmt beeilen. So. Komm durch. Hierhin. Ja. Hierhin. 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 Dann nochmal hier. Und auf der anderen Seite auch nochmal alles, oder? Ah! Gut. Was will er mich hier zeigen? Er jagt mir zwar Angst an, aber Kunstpferd, die sind Kürbis vor mir gekettet und geschnitzt wurde, ist beeindruckt. Das stimmt. Aber heute ist wieder Halloween, da kann ich wieder meinen Kürbis schnitzen. Waha! Nup. Und für wen gibt's denn neue Waffe? Brünnhilde, lass für deine Gegend letzten Vortrag, nehmen sie explosiv. Ja, 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 okay. So, apropos Brünnhilde, ich glaube, wir haben ja für den Yoshi keine neue Sekundarwaffe geholt. Gegen Verteidiger. Chance zu Honigen. Ja, das will ich aber nicht haben, wenn ich schon im Nahkampf bin. Wenn ich im Nahkampf bin, sollen sie am besten so weit, genau, wie möglich weggeschossen werden. Stoß oder Steinschaden? Kein Wunder, dass kein Gegner stehen bleibt, wenn diese Glamour-Ente die Tanzfläche stürmt. Und hier haben wir Agent Sam Fish, also Sam Fischer von Ubisoft. Der supergeheime Geheimagent hat schon eine Menge erlebt. Manches davon würde er lieber vergessen. Zum Beispiel Dosen-Thunfisch auf der Pizza. Was sind so schlecht gegen Dosen-Thunfisch auf der Pizza? Ach ja. Das verstehe ich nicht. Entweder den Schaden erhöhen. Effektradius oder ich bewege mich einen weiter. Ja, komm, bewege ich mir einen weiter. Und springe von dem Gegner auch noch einen weiter. So, dann haben wir hier noch was. Genau, wichtig für mich ist es, dass Peach sich weiter bewegen kann. Genau, und einen Freigesprung hat wäre auch eigentlich gar nicht so schlecht. So, falls wir wieder Röhrenkämpfe haben. So. Guck mal, wir können ihn auf die maximale Gehfläche holen. Oder auf den maximalen Schaden. Da wäre 90. Ja, das nehme ich direkt. 90 Schaden in den Reinrahmen. Also da fackle ich nicht lange. 90 und ein Entchen reinwerfen, da sind schon viele Gegner tot. Ne? Also da muss ich nicht lang fackeln. So. Aber ich finde mir den gar nicht so schlecht. Ich frage mich, anscheinend bekommen wir dann Yoshi nicht hier. Oder der kommt zum Ende hin. Brr, ein Friedhof. Dort wird es immer kalt und feucht und leider müssen wir genau dorthin. Allerdings bin ich verwirrt. Das einzig Interessante hier ist der Uhrturm auf der anderen Seite des Friedhofes. Ja, und der sagt einem, wann Vollmond ist. Oder, den kann man einstellen, dass Vollmond ist. Dazu müssen wir aber hier durch und da hinten ein Rätsel lösen. Und dann stellen wir den auf Vollmond. Wie könnt ihr uns dabei helfen, den Mond in derselben Nacht zweimal aufgehen zu lassen? Hint, hint, hint. Die Mondscheinsonate. Oh. Ob wir die hören? Das wäre schön. Oder Copyright wird man dann geclaimed. Erreiche das Gebiet. Okay, wo müssen wir denn hin? Okay. Okay, ich bin jetzt gerade am gucken. Da ist Ende.
Ich würde mal sagen, hier durch. Hier durch. Dann müssen wir da, warte mal. Okay, also hier durch. Hier durch. Dadurch, warte mal. Geht das auf der anderen Seite auch? Wie geht das denn hier? Da könnten wir hier entlang gehen, da entlang gehen, so. Gut, ich denke aber uninteressant. So, wir müssen nach links. Genau, müssen hier durch. Und hier sind wir schon mal willkommen. So. Peach. Das wird ja schon mal wieder interessant. Peach kann schon mal nicht mehr so durch. Aber vielleicht kann sie ja das Angriffsvögelchen so durchschicken. Das ist Mario. Ich mach dann mal anders. Schlag nochmal neu. Jetzt, da ich ja weiß, dass die da trifft, ich schicke Mario nicht durch. Ich weiß, wie weit Peach gehen kann. Schleudere sie vielleicht sogar mit einem von meinen Kollegen noch ein bisschen weiter. Lass dann das kleine Tüppelchen da durchfliegen. Also, das kleine Schiffchen. Außerdem habe ich jetzt gerade gesehen. Wie heißt das denn nochmal? Ja, sagt man nochmal. Genau, ich habe gelesen gehabt, dass ein älteres Spiel, aber es ist halt so, ne? Ein älteres Spiel zwar kommt, aber für die Switch, hier, L.A. Noire rauskommt. Also immerhin ist es, glaube ich, das allererste Rockstar-Spiel, was, glaube ich, für die Switch, für eine Nintendo-Konsole rauskommt. Also. Das ist. Jetzt kein Anzeichen, aber vielleicht haben wir Glück, dass wir vielleicht ein GTA 5 mit einer schwächeren Grafik bekommen. Ne, weil GTA 5 ist ja auch für die letzte Konsolengeneration ja erschienen. Das wäre ja mal was, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Deshalb, aber wie gesagt, es könnte ja sowas vielleicht mal kommen. Ne, das passt nicht so. Yoshi, kannst ja soweit gehen. Weil ich glaube, wenn du aus der Röhre gehst, kannst du den andetschen und den müssen wir irgendwie anschießen. Ich sag's aber nur mal, ne? Also ich denke nicht, dass Red Dead Redemption in irgendeiner Weise auf der Switch laufen wird. Deshalb, no can do. Aber trotzdem. Finde ja schön, dass sie das ja ausprobieren da. So. Weiter. So, die Buhus gehen weiter. Das ist das Problem. Wir müssen so herumgehen, dass wir bloß kein Buhu irgendwie in eine Möglichkeit, aufheizen. Weil die transportieren uns ja komplett zurück. Ah, die Gegner ja auch. Okay. Oh, der kann echt weit gehen. Oh nein. Also dieser Schrei. Nehmen wir den nächsten Buu mit? Ja. Und die kommen jetzt erstmal zurück, oder? Wenn die Buhus wieder dran sind. So, aber danke. Dass ihr schon mal hier wart. Da kann ich euch ja... so schon mal was entgegenwerfen. So. Und Heilung, genau. Das ist das Wichtigste. Ja. So, der klebt schon mal fest. Damit haben wir den schon mal erledigt. Mario... grätscht in den hier rein. Springt von dem auf dem. Und landet dann am besten hier. Genau. Ich hoffe, ich mache nur keinen Fehler. Aber wenn ich die vielleicht kille. Das ist ja die Sache. Was ist passiert, wenn ich die kille? Wenn ich jetzt die Valkyrie vielleicht anschieße mit meinen beiden. Oder mit Mario anschieße die Valkyrie. Und vielleicht mit dem Yoshi kille. Was passiert dann? Das ist meine Frage. Geht dann der Buhu weg? Okay, ist da unsichtbar geworden. So, Buhus, die bringen den jetzt wieder zurück. Keine Ahnung wohin. Aber irgendwo haben sie ihn hingebracht. So, und da ist jetzt ein Phantom. Das schlüpft und der Buhu hat den automatisch erfasst. Damit geht er dahin. Oh. Ja. Das wird das Problem sein, dass wir hier oben nicht entlang gehen können.
Warte mal. Genau, damit treffen wir ihn. Damit geht er aus der Deckung raus. Und wir können ihn vielleicht versteinern. Nee, leider nicht. Gut. Peach geht durch. Nutzt ihn hier. Ah, ich will auch nicht nach da oben. Das kommt mir alles so nah, zu nah an die Wuhus dran. Also. Gut. Damit haben wir den ausgeschaltet. Also da müssen wir echt aufpassen, dass wir bloß nicht in der Nähe von den Buhus kommen. Und falls irgendwo einer in der Nähe von uns kommen möchte, Heldensicht. Okay, jetzt sind sie wieder da, wo sie hingehören. So, hier bewegen sich zwei. Einmal eine Valkyrie und einmal eine Spoingi-Droingi. Okay, der hat da sein komisches Schild. Okay, kritisch Sprung, auf Wiedersehen. Oh, Sprung? Yo. Zug zu Ende, oder? Ja, okay, jetzt schießt du noch einmal. Von mir aus. Gut. So. Hält Mario, geht. Ah, nein. Noch nicht. Luigi. Luigi sag ich schon, Yoshi. Dann muss hier einer nämlich hoch. Und das könnte vielleicht Peach sein. Und dann kann sie nämlich da nach oben. Und von da aus das Level beenden. Also wir müssen diese Abkürzung nehmen. Nur damit haben wir die Chance, das haben wir mal frühzeitig zu beenden. Nehme ich die nochmal hier durch. Kann sie auch nochmal hier durch. Kann sie mit dem Yoshi sich hier in Position bringen. Oder hier in Position, ist ja egal. Hauptsache, wir killen alle, die dann da sind. So, aber ich denke, das ist der schnellstmöglichste Weg. Und den wollen sie auch, dass wir den nehmen. So, damit ist der weg. Auf Wiedersehen. So, jetzt kommt Mario nochmal dran. Mario. Rast in die Valkyrie. Geht durch. Und bereitet sich hier vor. Genau. Damit haben wir es eigentlich. Also die Mission ist jetzt geschafft, offiziell. Außer irgendeiner macht irgendetwas, dass alle drei Charaktere zurück zum Start müssen. Aber ich glaube, die Geister bewegen sich meistens nur hier. Und die Phantome können sie ja von mir aus hin, wo sie wollen. Würde mich jetzt nur ärgern, wenn sie irgendwo sich so beamen, dass sie alle auf den Yoshi schießen oder so. Und den dann killen würden. Aber können sie ja schon mal nicht. Genau. Ja. Na, der Rest ist mir da egal, was sich da ausbuddelt. Genau. Peach. Zack. Yay. Ich hoffe, das war der einzige Kampf. Ja. Schön, damit haben wir wieder perfekt. Eins und zwei. Schön haben wir das gemacht. Achso, das ist Mario, der da unten ist. Ich dachte immer, das wäre der Rabbit Luigi, aber da steht ein M drauf. Okay. Rätselzeit. Interessant, die Vorrichtung scheint mit dem Uhrturm verbunden zu sein. Ist das ein Rätsel? Okay. Rätselzeit. Da hinten haben wir, da haben wir was und da haben wir was zum Zurückgehen. Könnte man mit dem Zurückdrehen der Uhr den Mond vielleicht wieder am Himmel zurück erzwingen. Hört sich genau nach der unsinnigen Rabbit-Logik an, die das Pilzkönigreich eingedrungen ist. Und ist daher vermutlich ein Versuch wert. Genau, und nicht anders. Bipo. Bip, 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 boop. Komm mal an. So. Das war schwer, sehr schwer, das Rätsel, um hier dran zu kommen. Das Einzige, was mich wundert, ist, ob wir dann hier... Ne, können wir nicht weiter. Wir können nicht mal die Kamera drehen. Ich hätte gedacht, vielleicht wäre das ja auch noch was. So, was haben wir hier? Schallplatte verloren im Sumpf, okay. So, das Licht leuchtet. Und wir müssen die alle einzeln aufmachen, damit wir hier diese Sachen haben können zum Drauftun. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wen müssen wir denn drauftun? Blau. Erstmal auf Blau. Genau, damit öffnen wir das nächste.
Wir müssen uns den nächsten aussuchen. Wir müssen jetzt nicht hierhin. Wir müssen hier hin, ne? Ja. Das heißt rot. Ja, aber dafür blau runter. Und grün. Grün und gelb bringt nichts. Warte mal. Wir haben aber hier noch gelb. Vielleicht ist er nicht grün. Na gut, gelb kann es ja nicht sein. Gelb und blau. Gut. Irgendwas mit gelb muss es bestimmt sein, oder? Blau. Grün runter und dann rot bestimmt. Ja. Da war für mich das einzige Sinnige. Aber da hinten ist noch irgendwas versperrt. Und der Mond kommt zurück. Mond, er bewegt sich rückwärts. Und jetzt scheint er auf das Mondtor. Damit öffnet sich das wundervolle Mondtor und wir kommen durch. Zum Boss. Und ich weiß, welcher Boss das ist. Der grandioseste Boss bestimmt überhaupt. Ich bin mal gespannt, ob das Lied echt kommt. Hey, eine Nachricht. Ah, unser kryptischer Kollege meldet sich im Instagram. Wow, das Motor steht offen und Herr Tom Fan wartet. Schon bald seid ihr von der Bildfläche schon Moa. Mit der Bildfläche schon meinte ich, ihr seid toll und Moa sollte heißen Glückwunsch. Mit dem zweiten Moa wollte ich sagen, ey, ihr seid wirklich cool und ich mag euch sehr und ich kicher. Nun, wie es auch aussieht, das sind aber fast Männer. Lassen wir uns den Retter nicht länger nötig warten. Aber da hinten hat sich da noch nicht hier runter bewegt. Hier fehlt noch was, genau. Wo müssen wir da noch was aktivieren, damit wir da hinten hinkommen? Das ist das, was ich mich jetzt frage. Wir können nicht zwei Sachen auf einmal machen. Aber hier hinten ist ja was, ne? Ihr seht das? Hier ist was. Nee, will noch nicht. Frage ist jetzt, ob das einmal reicht, wenn wir das angemacht haben. Ja, die lassen uns das auch nicht mehr wegnehmen. Okay. Das Rätsel ist jetzt gelöst. Und da hinten ist etwas versperrt. Was mich ärgert. So ist das da hinten versperrt. Ne? Wieso ist das hier hinten? Ne, da ist die Kanone. Ah, vielleicht kommen wir hier zurück. Dass wir hier zurückgeschossen werden. Ah, okay, das kann sein. So muss das sein, weil sonst macht das gar keinen Sinn. Er schläft da. Irgendwann wird der rote Baron noch fangen. Wieso der rote Baron? Ich dachte, der fliegende Holländer. Aber das war ja was. Spingelbob. Spingelbob Baba Pants. Hui. Durchatmen. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir da machen müssen. Erstmal gelb hoch. Dann rot. Komm, tu da drauf. So, wir müssen einmal herumgehen, genau. Blau. Nein! Oh, das dauert viel zu... Ja, ich bleib da auch zu oft hängen. Also, die Steuerung da wäre vielleicht ein bisschen besser, wenn man die anders machen würde, aber naja. Geht ja nicht immer. Go! Go! Hoch! Ja, ich hab gedrückt die ganze Zeit wie wild A. Komm her. Okay, ich gehe da nämlich direkt, bevor ich das nehme. Kann ich nämlich auch noch ein paar Sekündchen sparen. Komm her. Nein. Nö. So. So, nochmal saubern. Hände abtrocknen. So. Immer erstmal nehmen, bevor man die Münze nimmt. So. Jetzt spart man bestimmt sich nochmal ein paar Millisekunden Zeit. Okay.
Gut. Blöde Bumm, diese die größte Show der Welt. Deine Gegner in eins auf die Rübe zu hauen. Ein Clown. Eine Clown-Ente. So, ich muss einmal ganz kurz was gucken. Ah, wie heißt das denn nochmal? Ich wollte einmal ganz kurz. Okay. Dann habe ich was Interessantes gefunden gehabt. So. So. Man kann das nämlich schon mal arbeiten, während ich hier weitermache. Perfekt. Boop. So, dann bin ich mal gespannt. Ich bin echt gespannt, ob das Lied kommt, was sie, sagen wir mal, in den Trailern so prophezeit haben, sondern gezeigt haben. Sagen wir mal das einfach. Schön hier rein. Und wieder zurück den Münzen entlang. Hier haben wir jetzt alles besiegt. Ist alles gut. Ich gucke da jetzt gerade auf das Bild da vorne, aber ich kann nicht entziffern, was das darstellen soll. Schwer durchatmen. Jetzt kommt das Ende hier. Dann haben wir die Welt geschafft und müssen nur noch eine machen. Ich hoffe, dass ich die am Wochenende erledigen kann. Dass ich ab nächste Woche Wars of Chosen machen kann. So! Ich hoffe, es geht. Ich mache extra für mich lauter. Ich hoffe, das hört man nicht so. Na so was, ein Theater. Tom Fun hat eine Neigung fürs Dramatische, oder? Bipo, nur ein kurzer Hinweis. Dass meine E-Mail gehackt worden ist, bitte ignoriere meine Nachricht bezüglich Herrn Tom Fun. Ich glaube, es handelt sich um eine Falle. Aber das habt ihr sicher schon selbst herausgefunden, da das für euch sicher genauso offensichtlich war wie für mich. Gezeichnet ein größter Fan. Etwas sein, eine Sache. So, ihr habt also entschlossen, hier aufzutauchen. Kommt gerade rechtzeitig zur Show. Und nehme ich eine der Sachen, der Buhu und der Rabbit bestimmt und dieses Grammophon zusammen. Macht das, was ich denke. Bowser Jr., du warst es, der uns die Nachricht geschickt hat und uns gebeten hat, direkt der Güte zu suchen. Damit wir das Mondtor öffnen und Herr Tom Fun finden, oder? Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Ich hatte es vermutet. Okay, ich habe es in den letzten 30 Sekunden durchschaut. Tom Fun war nur ein Köder, er war eine Falle, oder? Oh, er existiert wirklich. Dank euch kann er auf die Bühne endlich sein erstes Konzert geben. Da, Rabbit, das und Buhu. Na los, Spawny, mach dein Ding. Vielleicht brauchst du eine kleine Aufmunterung. Und go. Drei Sachen auf einmal und ich bin mal gespannt. Seht ihr, Tom Fun, besser bekannt als Phantom. Ja, Wortspiel. Ja. Es ist das, was ich denke. Phantom. Liebt das Rampenlicht. Und das Interessante ist, der Rabbit kann nur sprechen, weil er das Grammophon in sich drin hat. Das ist sozusagen sein, ja, wie soll man sagen, seine Sache, um sich dann halt auszusprechen. Und jetzt geht es los. Und jetzt geht's. You think yours is a real mustache? Who's done me a thousand wrongs ever since Donkey Kong? Slithering down every pipe, despite his plump-shaped body type.
while screaming, Mamma mia, who leaves me grey and grim? Oh, what does Peach see in him? Mario, with great joy in my heart, each time I watch Mario Kart, you're first and doing so well. But here come the Spanish Hell. And now you and your rabbi friends have finally met your end. Just let me catch my breath, then I'll see you today. Genial, genial, es ist a great mighty Pooh. It is a great mighty Pooh. Oh, oh, das kenne ich aber auch nicht, der Rampenlicht. Meine Saison dort nahm das Herr Tom Fahr. Eher das Phantom angegriffen, geschützt zu sagen, das Scheinwerferlicht steht. Wenn dieses giddige Singvogel seine letzten Noten singen sollte, müssen wir einen Weg finden, diese Lichter auszuschalten. Können wir das hier mitmachen? Oder müssen wir das hier vorne machen? Ah, ich hätte eigentlich andere gerne für diese Mission genommen, aber ist ja egal, gut. Von hier aus können wir mindestens... Okay, ich mach das anders. Ich aktiviere das zuerst mal. Genau. Kraftpaket. Yeah! Damage! So. So. Kritisch, Sprung, raus. Obwohl, ne, der hat... Da ist ein Spiegel da hinten. Ah, jetzt durchschaue ich es zuerst mal. Ah, doch, hier. Zack. Doch ist da Schaden zu machen. Und dann müssen wir uns irgendwo hinstellen, wo wir Deckung haben. Und am besten auch irgendwie treffen können. So. Ah. Gut. Das ist schon mal was. Damit können wir ihn ja angreifen. So. Ich bin mal gespannt. Ich meine... Ich vermute etwas. Ich vermute, dass jedes Mal, wenn wir ihn sozusagen einmal besiegen mit seinen Sachen. Komm, bitte explodier mit dem, was ich hoffe. Mit Honig. Jau. Dass jetzt nämlich ein anderes Stück kommt, dass er da jetzt noch was singt, oder? Ja, schade, doch nicht. So, und jetzt haben wir da irgendwo, da oben ist es. Oh, ich sehe da was. Das ist nicht gesund, was ich da sehe. Ich glaube, das sind große Gegner. Okay, Helden. Yoshi. So, warte mal. Dips den mal an. Nein, nein, nein! Zurück nochmal. Schlacht von vorne starten. Ich hasse das, dass man nicht mal so ein Zwischending machen kann, womit man einen Zug zurück machen kann. Egal. Überspringen, bitte. Überspringen. Auch wenn ich die Musik 181 Mal später hören werde. So. Nochmal. Besonders. Okay, okay, okay. Ist klar. Ist klar, ist klar. So. Starten. So, Mario kann sich halt nicht so weit bewegen. Hierhin. Dann mache ich das aber diesmal anders. Dann warte ich nämlich, dass ich Yoshi dem annehmen kann und sich hierhin bewegt. So. Peach nehme ich auch auf die Seite, die sich langsam so verschlagen wird, oder sollte die doch da vorne machen? Ich warte erstmal ab. So, warte mal. Yoshi. Seine Schadensverminderung. So, Mario. Gut, das heißt, wir brauchen die Peach hier vorne. Aber ich versuche diesmal nur den normalen Schuss zu machen. Naja, reicht nicht. Okay, dann müssen wir auch die nochmal zünden.
Gut. So. Und ab zur nächsten Rampenbühne für dich. Ah, da sind auch zwei. Ich sehe das. So. Schadenswert vermindern. Gut. Gegner, die kommen da hoch. Okay. Das sieht wieder ganz anders aus. So, Protektor und schießt. Schießt. Und jetzt, ja. Ganz vorsichtig muss ich jetzt hantieren. So. So, Yoshi, du bist der Erste. Eins. Nee, die kann nur drei. Rein. Hier einmal. Ach, dann kommt er hier raus. Kann von da oben nicht runter, ne? Nee. So. Dann über Mario. In Sicherheit? Lieber hier hin, so. Gott. Das wird eine weite Strecke. Also gefühlt geht er da 581 Meter. Boop. Gott. So. Peach. Rabbit Peach, sag ich mal lieber. Ja, das ist das Problem mit dir. Die brauchen wir zum Heilen. Aber die kommt irgendwie nicht zu uns irgendwie durch. Und hat dann ja auch keine gute Deckung, nirgends, oder? Da könnte sie haben, aber... gut, da müssen wir halt... echt gucken, wie wir das am besten machen. So, weil wir haben ja auch noch Mario. Warte mal. Das ist die... warte mal, machen wir das anders. So. Du wirst getroffen. Springst über Yoshi. Von ihm aus. Jen? Das ist auch fatal, ey. Hiermit kann ich ihn nicht angreifen. Muss gucken, dass ich die beiden irgendwie erledigt bekomme. Die großen da. Machen wir nämlich Angst. So. Gut, das ist wichtig. Yoshi? Nee, das ist ganz schlecht. Okay, versuch mal so. Gut. Von mir aus war, genau. Und Schuss. Damit haben wir ihn schon mal so aktiviert, dass wir nochmal Zusatzschüsse hatten. Und ihn erledigt haben. Gut, das ist schon mal... eine gute Sache, die wir gemacht haben. So, jetzt suchen wir natürlich noch etwas aus, was ich auch nutzen kann. So, da die anderen ja geschützt sind, greife ich mal den Hauptverursacher dafür an. Nee, das ist genau das, was ich jetzt nicht brauche. Komm, den da. Gott, auf Wiedersehen. So, wir müssen nämlich noch da hinten... das Ding kaputt machen. Anscheinend können wir dann durch die Bewegungsaktion machen. Ja, und dann müssen wir uns jetzt sammeln. Jetzt ist Heilrunde. Sollte Heilrunde werden. Nein! Oh. Ich mache mir Sorgen um den Yoshi. Ja. Genau deshalb mache ich mir Sorgen um den Yoshi. Wow, 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 was war das? Zum Beispiel Schlacht neu starten, machen wir es anders. Bist du sicher? Ja. Nein. Kann ich nochmal in die Kampfzentrale und meine Leute auswechseln?
Dann müssen wir das echt so machen. Oh. Ja gut, dann ist das halt so. Nur, weil ich mal die Leute austauschen möchte. So. Wie machen wir das am besten? So, die bleibt. Peach bleibt. Dann nehmen wir ihn hier mal. Wir brauchen sehr viel Schaden. Und da ist er doch auch noch ganz gut. Wir haben das Beste. Obwohl, gegen Verteidiger... Ja, wie gesagt, gegen Verteidiger Honig ist immer so eine Sache. Wir bringen die nicht. Klar ist das schön, dass wir die dann auslösen würden. Dann nehmen wir das hier. Ja. Primär bist du bei der Besten, ne? Genau, wir haben Vampir. So. Fertigkeiten. So. Wichtig ist für mich, dass du dich bewegen kannst. Genau. Das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. So. Und 180, dann können wir das auf Maximum bringen. So, 70 HP Heilung, 7 Feldern und hat alle 2 Züge. Gut. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ja, machen wir das so. Gut. Dann versuche ich das mal mit dem Team. So, überspringen, überspringen. Nein, so das nicht. Das kann man natürlich überspringen. So. Weil für mich ist wichtig, dass wir weit kommen. Wie gesagt, in der ersten Runde am besten den schon ausschalten. Genau. Warte mal. Imbecile, I'm a national treasure. Könnten wir uns hier schon positionieren eigentlich? Oder zumindest hier irgendwo in der Nähe positionieren? Genau. Dann machen wir das so, dass wir von der Reichweite aus, wo wir dann auch hinkommen. So. Pup. Naja, das heißt, wir haben für den nächsten Zug schon mal vorgesorgt. So, weil wir sind dann da, wo das auch geht. So, Peach macht dann das einzig für... Na, warte mal. Mario? Springen kann man da drauf nicht. Okay, gut. Heißt, Mario entscheidet sich dann auch mal hier hinzukommen. Genau. So. So. Gott. Wenn wir alle drauf schießen müssen, müsste das klappen. Und dann ist er markiert, glaube ich, für Vampir. Und ich hoffe, dass das nicht weggeht. So, 145. Und gegen Bewegungsschaden wenig. So. Gut. Gut. Und Peach. Genau, die greift auch so an. Genau. Das heißt, wir brauchen zwar eine Runde Zeit, können uns aber danach ja noch bewegen, ne? Das ist ja das, worauf ich hinaus möchte. Ne, weil... Okay. Und zack.
Und bewegt. Oh, super. So wollte ich das jetzt eigentlich nicht machen. So. Kannst du in ihn rein? Nein. Wird auch nicht gehen. Aber du kannst hier schon mal hin. Ne, gar nicht. Ich stell dich schon mal hier hin, weil wir müssen ja auch noch mal nach links, ne? Aber man sieht ja, da sind auch wieder... Hä? Ach so! Wegen der... Dame, okay. Die andere nimmt ihm dann sozusagen auch ein bisschen Schaden weg. Will aber mit Mario das machen, genau. Weil Mario könnte hier durch... Hier durch... Und hier hin, so. Wie gesagt, ich möchte nicht mit dem Rabbit Mario das machen, weil der Rabbit Mario muss den hier oben besiegen. Also das oben, das Ding, wenn das erscheint, kaputt machen. Und sich dann weiter bewegen, so. So. Deshalb möchte ich auch nicht mit ihm angreifen. Nein. Genau bitte den da. Ah, ist blöd. Schafft er echt nicht. Aber stimmt, wieso nicht, ne? Genau. Jetzt können wir uns ja immer noch bewegen. So. Allows me to keep my composure under the spotlight. So. Und dann kann er sich ja hier hinstellen, weil ja hier irgendwie der andere Typ dann ja kommen wird. Quatsch. So. Kapitel 3. Nee, das brauchen wir nicht. Auch nicht. Gut. So. So, jetzt müssen wir mit Mario uns in Sicherheit bringen. Ja, zumindest so nah ranbringen. So, geh da durch, da durch. Da durch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wo ist der Mario? Oh, nee, das ist nicht gut. Mario. Bitte geh durch den durch und versuche, soweit es geht, nach links zu gehen, damit Peach irgendwie zu uns kommen kann. So. Weil jetzt wird es nämlich atemberaubend spektakulär mit deinem Rabbit Pendant. So, und dann nehmen wir eine Möglichkeit, den dann anzuschießen. Ah! Ich weiß was. Ich mache genau so, dass ich die zuerst mal zu mir ziehe, damit der sich umdreht. Genau. So, und jetzt kann ich das machen. So. Zack. 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 Und hier hinstelle, damit ich den... Gut, machen wir hier hin, so. Okay, 30 ist zwar nicht viel, aber es ist immerhin Schaden. Und wir bewegen uns hier immerhin. Sehr weit. Und wir treffen nicht Mario. Gut. So, Vampir. So, das müssen wir nämlich machen, weil sonst haben wir ja keine Chance, mit Mario zu überleben. Ja. Starten wir denn in die Richtung. So. Okay. Gut. Von mir aus, die kannst du treffen. Wie? Der geht da nicht rein. Oh. Naja. Gut. Immerhin wahnsinnig viel Schaden. Und der ist schon mal, ja, weg.
Oh! Das hätte ich nicht kommen sehen. Immer. Das ist das Problem, dass wir den dann ja nicht treffen, ey. Mal, kannst du den treffen? Jo. Stell dich hier hin, so. Gut. Das. Genau, damit kann ich arbeiten. Dann gehst du hier durch. Ah, der kann nur drei. Ah, okay. Dann müssen wir den einen wegmachen. Genau, den hier nicht treffen. Der kann nämlich nur. Ach, der kann nur einen treffen. Doch, kann noch einen treffen. Das zeigt dann, wie viel wir noch haben. Gut, so, weil ich möchte gerne den hier oben erledigen. Genau. Und dann ist er nämlich weg. Können wir hier uns wieder irgendwo hinstellen. Am besten. Nahkampfreichweite, naja, bringt ja nichts. So. Pup! Schön. Pup! Einer weniger. So. Majestät, Technik erlaubt mir, to keep my composure under the spotlight. So, Vampir. Can't hurt me now. Kann ich den hinten ansliden? Jo. Slide ich den hier an. Dann nehme ich den Mario. Spring auf du hin, guten Kollegen. Ah. Ah, 280, komm, mache ich mal einfach mal. Hup. So. Doch, erledigt, gut. Und shit. So, und Mario. Schieß nochmal auf den da. Und Sprung und tot. Hup. So. Weil wenn wir nämlich jetzt das Licht ausmachen, was da hinten neu ist, dann werden nämlich nochmal neue spawnen mit den Schildern. Also das ist schon ein sehr interessanter Kampf. So, mal gucken. Wen stößt er weg? Okay. Wow. Konnte er jetzt zweimal angreifen oder was hat er da jetzt? Gut, damit sind die Walküren zumindest weg. Was hat er denn da? Da irgend so ein Wirbel. Hier durch? Können wir dann mit Peach auf ihn draufspringen? Ne, können wir nicht. Aber wir können uns zumindest ein bisschen in Sicherheit wiegen. Wenn wir hier hinspringen und dann den Chance Booster aktivieren, genau. Oh, Stein! Nein! Imbecile. Nein! Oh, Gott damn. So, die müsste ihn damit befreien. So habe ich das extra geskillt. Oder war das nur Mario, der das kann? So. Ah, nur Mario konnte das wieder. Nee. So. Dahin. Und schön hier hinstellen. So. Damit wir bloß nicht mit unserem Schrotflinten-Rabbit irgendwelche anderen Leute noch treffen. Oder hiermit. Damit, wenn wir die treffen. Ne. Gott. Badadam. Ja. How dare you! Das läuft, das läuft. So. Und anders können wir nicht machen, genau. So. Also hat er so ein so ein Feld gemacht, womit er Stein gemacht hat. Oh nein, das ist nicht gut. Oh, der hat seinen eigenen. What? Da hat er seinen eigenen Typen getroffen. Na gut, ist ja nicht. Na? Triffst du natürlich nicht damit alle. Ah, warte mal, das ist ja kein Problem.
können ihn ja hier hinstellen. So wie ich plane. Geht nämlich Mario davon aus, dass wir da mitmachen. So, warte mal. Du, Rabbit, du schaffst ihn definitiv zu erledigen mit deinem Hammer. Dann werden wir uns nämlich schon mal wegpositionieren, nachdem wir eine Runde Peach-Hallen bekommen. So. Weil wir müssen ja auf jeden Fall weiter weg. Was ist denn jetzt besser, wenn wir springen? Jo. Hopp. So, dann schicken wir das Ding nämlich zu dem anderen. Das verfolgt den, bis der den erwischt. Und da wir ja unter dem Buff sind, machen wir auch mehr Schaden. So. Und Mario wird sich schon mal nach hier oben bewegen. Weil hier wird er ja spawnen. Damit kann er dadurch und dann schon mal in die Richtung von dem anderen Sensor gehen. Genau. Du hast keine Reichweite, so. Und du könntest den damit töten. Aber komm. Hauen wir mal einen drauf. Gibt einen mit dem Hammer. So. Akt 3. Der finale Akt. So. Ah, das ist das, was man jetzt aus dem Trailer kennt. Applaus! Applaus! Wer hätte gedacht, dass ein Rabbit Game so viele tolle, einzigartige Sachen hat? Da, weich von mir aus, so. Hooray, jetzt hat er sich wieder ein bisschen bewegt. So, Gegner ist dran. Und das ist jetzt der finale Akt. So, da ist ein Phantom, da ist ein Phantom. Nein, bitte nicht zu weit stoßen. Okay. Abseits? Durch den Spiegel oder was? Okay. Rabbit Peach wird da ganz schön verhackstückelt. Gut, dass wir die Bombe, die da fährt. Ich hoffe, dass sie das schafft, ein bisschen weiter zu fahren und das Phantom mitzutreffen. Ah! Leider nicht. Gut. So, du machst das mal lieber nicht. Wir brauchen noch jemanden, der da hinten kaputt macht. Gott. Hier hin. Wir müssen nämlich diese drei Lämpchen ausmachen. Mario haben wir ja schon so positioniert, dass er durchkommt. So. Dann kann er hier durch. Und hat hier keine Deckung. Aber warte mal, wie viel braucht er denn? 185, das könnte den da oben killen. Warte, ja, stopp, stopp, alles weg, alles weg, alles weg, so. Peach. Kaputt. Ja. Deckung, Schild. So. Genau, schieß den schon mal ein bisschen an, damit wir den Schaden da haben, genau. So. Bewegungsschaden. So, vielleicht versucht der den nämlich wegzustoßen, damit wir da oben nicht hinkommen. So, Mario. Hier hinstellen, genau. Killen. Ist zwar Overkill, aber kein Problem. Zack. So. Und das hier. So. Weil wir müssen, wenn wir das soweit sind und den Zug haben, müssen wir auf jeden Fall den in einer Runde killen, weil sonst habe ich Angst, dass Peach stirben könnte. Ne, auch Mario. Gut, das ist kein Problem. Der hält das aus, der hat genug Energie noch. Okay, da ist er immun.
Der schießt auf den, okay. Und das Ding fährt jetzt hoch und killt den oben. Jetzt müsste ja eigentlich noch gebufft sein von dem, wo wir das hochgeschickt haben. Und auch wieder sehen. Ja. So. Gut. Mario, also Rabbit Mario geht dahin, macht das tot und bewegt sich hier in Nahkampfreichweite. Müssen wir nur mit auf Peach aufpassen. So, Scheinwerfer aus. Er ist verwundbar. How dare you? Warte mal. So, wir können nämlich hier mehr Schaden ausmachen, weil wir von oben runterschießen. Genau. 142. So. Genau. Peach hatte, Rabbit Peach hat den großen Vorteil, die kann das Ding hinschießen. Oh, ja, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Komm, mit Vampir bitte. Volle Power. Nein. Echt nicht, ey. Eine verdammte Runde. Und wir können nichts machen, ne? Wir müssen Rabbit Peach irgendwo hin verstecken, dass sie bloß keinen Schaden bekommt. Ich bin auch ein Idiot, ey. My vision will not be compromised. Bitte nicht killen. Alle auf Mario. Geh auf Mario. Geh auf Mario. What? Geht alle auf Mario. Geht bitte den Rest. Nein. Das Perfekte ist weg. Gosh darn. Egal. Muss ich halt den Kampf nochmal machen. Ist ja kein Problem. Wie gesagt, die Musik ist, glaube ich, das Letzte, was mich da stören würde. So, auf Wiedersehen. Oh. Eine gute Komödie. Ja, aber leider nicht perfekt, nur gut. Aber wir haben es in dem letzten Zug mindestens geschafft. Ärgerlich. Ganz, ganz ärgerlich. Aber ihr habt viel zu viel auf Risiko riskiert. Ja, gibt nur den Luigi. Team Aufstieg, mehr Kraftpunkte, dann Helden. Gut, dann wird das ja jetzt einfacher. Neue Waffenauflager. Erkunde die Schauringpfade. Damit zertrümmern haben wir jetzt gelernt. Gott. Das ist wichtig, dass wir das haben. Weil dann müssen wir nämlich noch Welt 4 mit Special machen. Da warte ich aber, glaube ich, ab und mache auch noch das Special. So, und jetzt? Nichts, keine Cutscene, kein gar nichts. Oh. Na, ein fossiler Stein müssen wir irgendwie restaurieren. Gut. Weil jetzt können wir nämlich in die letzte Welt, die hier ist, die Lava-Welt. Das heißt, da finden wir auch Luigi. Ja, Luigi sage ich schon, Yoshi. So. Das habe ich noch nicht gelernt, okay. Weil genau, diese eine Drillfertigkeit fehlt uns noch. Nehmen wir das Ding. Gut, das ist also Bowser's Fortress, was wir jetzt haben. Weil klassischerweise ist das immer im Lava-Gedöns mit dabei. Grün? Ja, aber hier haben wir noch einen blauen. Wo ist denn der blaue? Ach so, genau, der blaue Knopf ist hier. Okay, ich denke mir, wenn ich das jetzt einsammle mit den roten Coins, finden wir den letzten roten Coin nicht, weil er bestimmt irgendwo dahinter ist. Okay, der ist hier auf gelb. Komm, schneller. Doch noch Glück gehabt. Yay. So. Dann werde ich nämlich jetzt auch aufhören zu streamen. Nicht, weil er zu spät ist. Oh, doch, ist auch schon zu spät. Oh, Gott, da, nee, das ist schon 8. Abtrünniger, das Ding funktioniert so. Das heißt, das nächste Mal sehen wir uns wieder, wenn wir die Lava-Welt, die letzte Welt wohl angehen werden. Außer es gibt wieder diesen, wie heißt der nochmal? Zusatzwelt, wie in jedem, den Stern-Bonus-Welt, wo man sozusagen den geheimen Gegner vielleicht besiegt, dass es Bowser ist oder so, ich weiß es nicht. Aber,
Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir die vierte Welt anfangen. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde ein paar Challenges in den Vorwelts machen, weil ich finde, da ist jetzt nicht stream-relevant. Außerdem will ich, sagen wir mal, auch ein bisschen Mario und Rabbids für mich spielen. Und dann sehen wir das nächste Mal hier, wenn wir das Fortress...